Ich beim Kacken. Ich beim Kacken. Mit meiner Freundin. Hey, geh das! Papa. Was geht denn bei euch ab? Letztens das Video, Alter, 100 Kommentare, sofort. Puff. Ihr seid die beste Community auf der ganzen Welt. Ich muss zu Anfang wie immer die Ressourcen einsammeln, sonst wird es hier kein nix. Das wird hier nix. Guschel, Günther und Manfred sind hier hart am Arbeiten. Leute, ich merk's, wir werden übelst riesig. Die ganze Zeit die Dummbabbler-Community, nicht nur der Clan, wir alle. Die Community, Alter, das wird noch was. Wir reißen die Weltherrschaft an uns. Ja, wir starten wieder einen Clankrieg, es haben sich einige gemeldet. Um genau zu sein, sind wir zu 10. Und ich dachte mir, komm, bevor sich wieder alle aufregen, dass ich es so lange brauche, bis der nächste Clankrieg stattfindet. Wir wollen ja eigentlich mehrmals am Tag Clankriege ausführen. Ne, Quatsch, aber wir wollen halt oft, ne? Deswegen bin ich so cool. Hier habe ich eine Liste mit 10 Leuten. Du bist nicht dabei. Der Zerstörer ist auch nicht dabei. Kampfkeks ist am Start. Wolfi ist am Start. Sponkelst du nicht. Fuzzy TV. Ja, warte mal. Le Floyd ist wieder bei Frau Merkel, hat also gerade nicht so viel Zeit, aber einfach nur mal, dass ihr es wisst, wir haben hier echt eine Größe im Start. Dark Zockt ist mit dabei. Ja, Wizard. Downtown ist mit am Start. Ja, sehr schön. No. Der Blubbermann. No. Mr. Testo 93 ist auch dabei. Mr. P. No. Black Sun. No. Der Dumbablei. Ja. Komm, ich mach einfach mal mit, ne? Captain Huhensohn. No. Siegbert ist mit am Start. Klötengesicht. No. Miss Kitty ist mit dabei. Lulu. No. Ich habe vorhin gesehen, Falafel ist, glaube ich, draußen. Ich glaube, er ist rausgeflogen. Ja, Alex. Alex hat sich gemeldet unter dem Video mit seinem YouTube-Namen, aber keine Ahnung, wie du in-game heißt, Alter. Jung. Dann nehme ich halt noch Citrix mit dazu. So, jetzt sind wir nämlich 10 gegen 10 und ich starte den Clankrieg. Right now. Such du mal schön weiter. Ich muss mal ganz kurz hier noch den Baum ab. Das habe ich schon gemacht. Oh Gott, das habe ich schon gemacht. Die hat sich so aufgeregt. Das war abnormal. Sie hat alles voll geschissen. Hier, guck mal, die kleinen dunklen, braunen, leicht dunkelgrünen Felder. Durchfall. Krass. Leute, ich fasse es nicht. Jetzt macht sie was am Busch. Also, hä? Ha? Soll mal aufhören, ja, den Busch zu streicheln. Lauf nicht zu nah an die Bomben, Fräulein, gell? Sonst bist du kaputt. Ja, jetzt, wo die Dödel gerade bauen, ja, kann ich aber einen schönen Angriff machen, glaube ich. Halt, ich wollte noch kurz eine Verteidigung anschauen. Ich habe vorhin eine Verteidigung gewonnen. Da wollte ich noch mal gucken, wie ich das gemacht habe. Also, weil ich habe mir nämlich hier noch dick umgebaut. Ne? Hier so fett. Ey, das zählt ja mal gar nicht. Oh, die rennen voll in die Bombe, komm schon. Nice. Greift er noch irgendwo an? Nein, nur da oben. Ist natürlich schwach. Da oben habe ich einiges versteckt. Achtung. Doch nicht, ja? Da kommen die Clan-Leute. Die helfen natürlich hart. Guck mal, wie er nicht reinkommt, Mann. Hier die Verteidigung steht, mein Sohn. Achtung. Batsch. Lächerlich. Ein lächerlicher Angriff war das, wirklich. Das war wirklich, und das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, ein lächerlicher Angriff. Naja, das war schon nicht schlecht. 30%. Der erste Angriff seit langem, den ich mal wieder abgewehrt habe. Von daher kann man eigentlich nur sagen, Daumen hoch, ja? Prost und Brösterchen und gut gemacht. Ich weiß. Aber jetzt genug beweihräuchert, ich muss jetzt hier einen harten Angriff starten. Und ich hoffe, es wird kein Reinfall, so wie der gerade eben. Na? Muss ich die Mauer gar nicht kaputt machen? Kann das sein? Kann ich hier vorbeilaufen? Der hat zwei so Bum-Bum-Kanonen. Nee, nein, hört auf, mich zu irgendwas zu überreden, ihr Assis. Nee, komm. Ach Gott, willst du mich verarschen mal mit deiner rosa Mauer? Aber komm, das muss ich doch irgendwie gebacken bekommen hier. Zack. Zack. So, meine kleine Bogenschützin, die fängt schon mal hier hinten an, kaputt zu machen. Jetzt spawn ich gleich noch meinen Kram von den Kollegen. Ach, obwohl, wisst ihr was? Guck mal, ich mache jetzt einfach mal so. Nein, ihr sollt doch die Bogenschützin angreifen! Es ist so geil, diese Priorisierung. Ich liebe es, Mann! Und die Riesen. Ich brauche nochmal hier die Verstärkung, ne? Also, ein Sieg ist es auf jeden Fall, aber kein schöner Sieg. Ich habe hier noch zwei Magier, alles geil. Das wendet natürlich das Blatt. Also, ich finde, ich habe viel zu viel verbraucht, ja? Wie so jemand, der einfach überhaupt nichts weiß von Ressourcenmanagement, ja? Gefahrenmanagement, Gefahrenguttransport, Brennstäbe, Atomkraftwerk, Atommüll, ja, Atome an sich, die ja auch wiederum in Tomaten enthalten sind. Und wenn man Tomaten auf die Größe von einem Atom schrumpfen würde und das in Relation setzt zu besagtem Risikomanagement, ja, dann kommt natürlich dabei ein schön belegtes Kartoffelbrot heraus. Ist klar. Einfache Mathematik, kann man nichts machen. Naja, aber den Rest kann man ja doch gerne mal ein bisschen vorspulen. Schieß los! Wir sind ja alles noch nicht fertig. Ich habe jetzt schon voll schnell vorgespult und es passiert einfach nichts. Lächerlich! Diese kleinen verschissenen Hütten, die dann immer so am Rand stehen. Ich meine, klar, das mache ich auch, ja, aber ich darf das. Ich bin der Dummbabbler, aber die hier, der Zicki Kiki Buggy Baba. Der darf das nicht. Das ist natürlich ganz klar ein Foul hier. Regelverstoß muss natürlich sofort mit einer Anzeige geahndet werden. Die ist jetzt auch raus. Guck mal, die Alt. Ah, wie sie rennt. Ich mach sie alle tot. Wie sie ruft. Ha!
Und die Männer. 100%. Habe ich schon gut gemacht. Kann man nicht sagen. Stellenbonus ist klar. Natürlich habe ich mir jetzt einfach mal verdient. An der Stelle möchte ich ja einfach noch Folgendes erwähnen. Ja, Donation Link ist in der Description. Nee, Quatsch. Haben wir einen gefunden? Oh mein Gott. Ich habe Angst. Ich bin schon wieder so weit unten gelistet. Egal, macht nichts. Wir gucken einfach mal zu den Gegnern rüber. Komm schon. Bestimmt voll schlecht. Ach du. Voll dahingespuckt. Du Pisser. Geht. Würde ich jetzt nicht angreifen, ich persönlich. Aber den letzten, diesen hier, jetzt pass auf. Und er hockt hier in Verliererhausen, natürlich, klar, da ist Lava drumherum, da ist es nicht schön, da ist es sicherlich sehr heiß. Und wie es eben ein Verlierer auch verdient, ja, wie der Spieler so aus seinem Umfeld, sage ich dazu nur, ja. Guck mal zum 9. Ah, das ist ja wohl eine Frechheit, ist das. Ey, wir werden den Kampf gewinnen. Wow, was, der 8 hat schon so einen Scheiß? Aber trotzdem, das ist schlecht. Den könnte ich vielleicht doch klatschen, oder? Könnte ich den klatschen, Leute? Erste Hochrechnungen von euch, ja, sind am Laufen. Und Donald Trump hat zum Glück verloren. Nee, das steht leider ziemlich gut, der Trump. Fuck, Mann. Macht mal was dagegen. Also jetzt hier schon mal an alle, die mitmachen. Ihr Großen hier oben, ne? Die Guten. Bitte, greift nicht die kleinen Pippis an, die wir angreifen können, ja? Greift alles bis 5 an oder bis 6. Also von 1 bis 6. Downtown ist aber auch riesig, oder nicht? Ja, Downtown, der hat's. Das ist so einen großen Mann hier, ja? Da läuft's. Guck mal hier. Guck, wie gut mein Dorf aussieht. So ein bisschen wie ein Flugzeug, oder? Hier, in die Richtung fliegt. Das sind die zwei Düsen. Das ist der Arsch an sich. Das sind die Tragfläche. Und das ist das Cockpit. Da hock ich drin. Auf meinem Turm, circa so. Bin dabei. Nice. Ich meine natürlich. America. Fuck yeah. Na, wer ist das, hä? Ja, also so weit, so gut. Ich scheiß mir in den Hut, dann ziehe ich ihn mir auf und das sieht lustig aus. Das hat sich nicht ganz gereimt, aber halb. Und ein halber Reim ist nach wie vor halb Duplex, voll Duplex. Je nachdem, wie du das halt machst. Ihr seid die beste Community. Ohne Witz. Alter, wie es abgeht. Ich krieg auf YouTube ultra viele Nachrichten. Ich krieg auf Facebook ultra viele Nachrichten. Selbst auf Twitter krieg ich ab und an was geschrieben oder es wird was geliked, obwohl ich da erst 80 Follower habe. Und bei Twitter bin ich halt ultra inaktiv. Ich guck, dass ich da mehr mache. Und ja, ich mache mir auch wieder einen Instagram-Account. Alle greifen rum, mach mal Instagram, you. Mach ich. Scheißt euch nicht ein. Aber da müsst ihr es auch angucken dann. Ich bin nämlich jemand, der eigentlich keine Fotos macht. Ich würde die dann extra für euch machen. Also irgendwie, ne? Ich beim Kacken. Mit meiner Freundin. Ne, so Kram, ihr wisst schon, was man halt so standardmäßig macht am Tag, ja. Und das Beste, Leute, das Beste! Auf Google Plus, wie ihr alle gefolgt seid, schön folgen. Richtig geil. Vor allem fällt es mir da halt dann auch sehr leicht, euch die neuen Videos zukommen zu lassen. Rastet man nicht so aus wie ein Lachs am Räucherspieß, okay? Und ich kündige jetzt einfach mal an, ich bin ganz ehrlich, ich spreche jetzt einfach mal richtig so frei von der Leber weg. Einfach jetzt nicht lange um den heißen Brei herumgeredet. Ich will einfach mal auf den Punkt kommen. Es geht mir einfach oftmals darum, dass ich wirklich direkt sagen kann, was ich sagen möchte. Wisst ihr, einfach raus, kloppen die Informationen, euch nicht lange warten lassen, ja. Ich bin wirklich jemand, der einfach auf den Punkt kommt, genau auf den Punkt, die Informationen kommt raus und man kann einfach nicht sagen, Mann, da dauert irgendwas zu lange, weil ich den Scheiß einfach raushau, ja. Ihr seid Informationen gewohnt von mir, ich informiere euch und jetzt kommt folgende Information für euch, also jetzt einfach direkt nach dieser Ansprache folgend sofort rausgekloppt, Doppelpunkt, Anführungsstrichelchen. Also, es kommt jetzt bald ein neues Lied. Ihr wisst ja, Musikplaylist und sowas habe ich ja auch. Ich mache ja alles auf YouTube. Alles. Bauanleitungen, also Bastelanleitungen, Musik, bla bla. Mache ich alles auf diesem Kanal. Und da kommt jetzt ein neues Lied raus. Ja, ein Alligator-Cover wieder. Den Titel verrate ich noch nicht. Aber ihr werdet gespannt sein, weil ich das weiß, dass ihr gespannt sein werdet. Frag nicht so blöd. Ich bin noch völlig unschlüssig. Das Lied ist fertig. Ich weiß nicht, ob ich ein Video dazu machen soll oder einfach nur ein Foto mit reinbringen soll oder so einen visuellen Equalizer. Ein Video wird halt ultra lange dauern. Das könnte schwierig werden. Das müsste halt ein richtig geiles Video so à la Alligator werden. Aber dafür fehlen mir die Pinunze, um so eine Produktion eben anzuleiern. Ich bin immer Schauspieler, beziehungsweise Darsteller, Kameramann, ich bin im Schnitt, ich mache alles, muss alles alleine machen und es ist schwierig, mehrere Szenen mit einer einzigen Kamera aufzunehmen und immer umstellen, wieder gucken, ah, wie, ah, okay, wer und so. Ja, Gänsefüßchen zu. Also soweit zu dieser Information. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, weil ich hab gehört, diese Stechmücken gerade werden untersucht, deutsche Stechmücken, die übertragen irgendwelchen krassen Scheiß hier, Stechmücken in Deutschland. Wenn ihr nicht liked, das riechen die halt, ne? Das geht in euren Stoffwechsel über, wenn ihr nicht liked, und dann kommen die zu euch, pieksen euch an, dann seid ihr vielleicht schwanger, hirntot, krank. Schön den Daumen nach oben geben und euch schützen. Empfiehlt auch der Arzt, denn ihr wisst schon, one like a day keeps the doctor away, ihr wisst, das ist einfach der Leitspruch hier, ich will einfach was für eure Gesundheit machen auch, ja, ich will einfach, dass es euch gut geht, ich will nicht, dass ihr gestochen werdet, ich will einfach, dass ihr gesund bleibt, ja, mit schönen roten Backen, gesund und munter, holt euch Enna, viel Spaß!